Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café. Wir sprechen heute mal über Debitum Network, eine Plattform, über die wir, glaube ich, schon noch nie geredet haben. Und ihr erfahrt unter anderem, was mit den ukrainischen Krediten los ist und mit welchem Verlust wir hier rechnen müssen. Also für jeden, der da investiert ist, für den könnte das heute interessant sein. Und dafür haben wir uns den neuen CEO, den Henry Sjansons, vors Mikro geholt. Der wird uns Rede und Antwort stehen, beziehungsweise hat das gemacht. Und wie immer kommentieren Thomas und ich alle Fragen und Antworten, sodass dann am Ende auch jeder versteht, was da gesagt wurde. Aber erstmal schönen guten Abend, Thomas. Guten Abend, Lars. Grüß dich. Ja, schön, dass du den Namen ausgesprochen hast. Ich hätte mir wieder die Zunge gebrochen dabei, aber Henrys kriege ich noch hin. Ich hoffe, es ist richtig, aber ich werde es mir bestimmt sagen, wenn es nicht richtig ist. Aber vielleicht gibst du mal kurz einen Überblick darüber, worum es bei Debitum Network geht. Vielleicht die Plattform ist, habe ich das Gefühl, so ein bisschen abgerutscht im letzten Jahr und vielleicht bei vielen noch unterm Radar. Aber eigentlich ist sie ganz interessant aus vielen Dingen, die wir heute noch, glaube ich, erörtern werden. Genau, also die Plattform bietet nur Unternehmenskredite, also zu 100% Unternehmenskredite. Die sind fast alle mit einem Buyback-Versprechen abgesichert. Ist eine regulierte Plattform aus Lettland. Das ist ja auch einer der Gründe, warum es ein bisschen abgerutscht ist oder aus dem Fokus raus, weil das ja doch ein bisschen schmerzhaft war oder auch zum Teil ja immer noch ist. Und man kann ab 50 Euro in sogenannte Asset-Backed Securities investieren. Das sind Kreditbündel, kann man sagen. Also es ist nicht ein Kredit, sondern es sind dann viele Kredite zusammengeschnürt in ein Paket mit einer festen Laufzeit. Auch das spielt heute nochmal eine kurze Rolle. Und die Laufzeit ist bei Debitum relativ klein. Ich glaube, ich habe aktuell nichts gesehen, was länger ist wie ein Jahr. Nee. Ja, das ist ziemlich angenehm, wenn man dann immer wieder das Geld zurückkriegt. Allerdings, wenn man das Geld zurückkriegt, fehlt uns der Autoinvest schmerzhaft. Auch das war heute Thema. Genau, diese Asset-Backed Securities, ich glaube, das ist ähnlich wie bei den anderen regulierten Plattformen in Lettland. Also es sind, glaube ich, immer diese Kreditbündel. Klar, die Art und Weise unterscheidet sich, aber im Prinzip ist es halt immer ein ähnliches Konzept. Und ich glaube, die auf den anderen Plattformen laufen auch nicht viel länger. Ich glaube, bei Twino ist es auch nur maximal ein Jahr. Das weiß ich nicht. Bei Via Invest sieht man, glaube ich, auch nichts, was länger als ein Jahr ist. Also die sind da schon alle recht reglementiert. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Vorgabe von dem Regulator, das kann natürlich sein. Ja, das ist auch immer wieder Thema, Regulator. Und das hat dafür auch gesorgt, dass die Zinsen bei Debitum ja ein Stück in den Keller sind. Darum sind sie vermutlich auch bei vielen vom Zettel verschwunden. Also man hatte da sogar teilweise unter 8% gesehen. Im Moment sind es so zwischen 8 und 10. Und auch das werden wir heute hören, es gibt einen ganz neuen Kreditgeber, der hat sogar 11,25% da stehen. Und damit werden sie bestimmt wieder für den einen oder anderen interessant. Genau, das ist, glaube ich, eine News, die wir gar nicht im Interview besprochen hatten. Das ist nämlich erst heute passiert, wo wir es aufnehmen. Und zwar haben die tatsächlich einen neuen Kreditgeber zugeschaltet. Ist auch nicht wirklich ein neuer, sondern er gehört, ist eine Unterfirma von einem bestehenden schon, aber hat nochmal ein anderes Land und nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und ja, genau, deutlich attraktivere Zinsen, zumindest jetzt zur Einführung wahrscheinlich nur. Genau. Lars, magst du vielleicht den Henrys vorstellen? Ich habe nämlich dummerweise im Interview vergessen, noch eine Frage zu stellen, weil er hat in seinem LinkedIn-Profil was von Manchester United stehen. Also da habe ich mich echt gewundert, aber ich habe es dann echt im Interview versäumt. Aber du weißt darüber, was habe ich von dir schon gehört? Ja, richtig. Ich hatte ihn damals auch angeschrieben und ich kannte ihn schon von der Zeit von DoFinance. Das ist ja eine Plattform, die man nicht so gut in Erinnerung hat. Und da hat er auch gearbeitet, war dann jetzt nicht CEO oder so und hat die dann irgendwann verlassen. Und ja, dadurch kannte ich ihn halt und habe ihn angeschrieben und habe ihn genau darauf angesprochen. Und er meinte, er hat halt einfach Aktien von dem Unternehmen und er benutzt das immer bei LinkedIn, um halt so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, weil die Leute halt immer direkt fragen, okay, was hast du denn mit Manchester United zu tun? Das ist halt ein Verein, den jeder kennt. Und ja, es ist einfach nur so ein kleiner Magnet, um so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und seitdem er das gemacht hat, hat er mich auf die Idee gebracht, weil ich habe ja auch Aktien von McDonald's. Also habe ich jetzt reingeschrieben, dass ich Co-Founder von McDonald's bin. Und ja, trifft ja auch zu. Ich meine, bin ja Aktionär. Und wie oft wurde es angesprochen? Noch gar nicht. Also scheinbar ist McDonald's nicht so attraktiv wie Manchester United. Muss ich vielleicht mal ändern. Gut, müssen wir noch was über Henrys wissen im Vorfeld? Nee, ich glaube nicht. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen. Also Co-Founder von Manchester United und er war vorher bei DoFinance. Ja. Und er ist Vater. Und weil wir im Hintergrund immer genau hinhören, auch tatsächlich ab und an quengelndes Kind hören. Ja, gut, das sind ja jetzt die Nebensächlichkeiten, das ist ja. Ja, aber das soll ja unsere Tonqualität entschuldigen, Lars. Mensch, das war doch jetzt sehr. Ach so, ja. Na gut, aber steigen wir ein hier, bevor wir wieder zu viel rumgeblänkeln. Also, unsere erste Frage ging nämlich genau um den Punkt. Sie haben ja so wenig Kreditgeber auf der Plattform und es gibt gerade mal einen neuen Kredit oder gab es zu dem Zeitpunkt. Was ist denn da los bei Ihnen? Tut sich da nichts? Und da hat er uns dann folgende Antwort geliefert. Yes, so you're gonna see
very, very soon. I think it's like a matter of days or maybe a week. When we have a new one, we have already submitted all the documents to the regulator that gives the final approval. There is positive feedback, so we're looking forward to having new one from Poland in the factoring business. And then we have two more in the pipeline, very far in the due diligence process, and AML onboarding. What is the challenge for Debitum is that since we are regulated now for a year, right, then it takes much longer time to onboard platforms. There's more things that we have to go through. And then we have to also make sure the regulator understands. So these are our challenges. Genau, also ich wollte ja wissen, ob es noch weitere Plattformen gibt dieses Jahr oder demnächst überhaupt. Und ja, es wird nicht nur einen neuen geben, den wir jetzt heute gesehen haben, sondern es wird noch weitere Kreditgeber geben. Sie sind mit dem Regulatoren oder mit dem Regulator im Gespräch. Das Ganze dauert halt länger. Er hat noch ein paar in der Pipeline und wie wir heute eben festgestellt haben, gibt es einen neuen. Der kommt aus Polen, der Kreditgeber. Der finanziert Rechnungen vor. Und tja, wenn wir mal genauer hingucken, so wirklich neu ist er ja nicht in dem Sinne. Also der gehört zu der Flexidea Group. Die kennen wir schon. Die gibt es schon auch aus Lettland. Und jetzt gibt es sie halt auch aus Polen. Ja, Kreditform ist ein Kurzläufer im Bereich von wenigen Monaten. Und das mit der Laufzeit hat mich dann doch interessiert. Und da habe ich nochmal nachgefragt. Hören wir mal rein, was war die Antwort zu dem Thema, würde ich sagen. It means short loans for invoices for the companies. It's a typical accounts payable. It can be 30 days, 65 days. It depends on the company. Yeah, duration will be from 3 months to 12 months, as okay. usual. Genau, also es geht darum, dass es Kurzläufer sind, die eben aber in diesen Asset-Backed Securities verpackt sind, die dann irgendwie zwischen 6 und 12 Monate laufen. Genau das, was wir eben ja schon hatten. Mhm. Vielleicht noch eine Anmerkung zu Flexidea. Ich glaube, die gehören sogar zu den Foundern von Debitum Network. Das heißt also, das ist eigentlich ja nicht wirklich ein externer Kreditgeber und auch nicht die zweite Firma. Das ist da kein Unterschied. Hausgemacht, ja. Aber Sie haben noch irgendwie gesehen, Wagniskapital oder so einen Fonds reingeholt. Also es ist nicht nur selbstfinanziert oder selbstverwaltet. Da gibt es ja noch ein paar, die von außen auch Geld nachlegen. Mhm, genau. Ja, und vor allem, das sind die jetzt mit ab 11 bis 11,25% Kredite, ne? Genau, richtig. Aber ich, wie gesagt, zu Anfang, ich denke mal, das ist nur ein Einführungsangebot, dass da ein bisschen was finanziert wird. Das werden die wahrscheinlich auch wieder schnell senken. Aber ich habe mir sagen lassen, es kommen auf jeden Fall noch ein paar mehr Kreditgeber. Und ich glaube, der nächste soll schon in 1 bis 3 Monaten kommen. Und der soll dann auch wirklich extern sein. Also schau mal. Ich weiß nicht, ob ich es verraten durfte. Ich habe es heute erst als E-Mail gesehen. Aber ich hoffe mal, das versteht sowieso keiner. Gut, und dann hattest du ja noch Fragen zu den Zinssätzen, ne? Ja, genau. Ich habe ihn gefragt, warum die Zinsen eigentlich so niedrig sind, was der Grund dafür ist. Aber ich meine, verglichen mit anderen Plattformen fällt die Debitum Network natürlich schon ein bisschen ab. Und wie du schon sagtest, das macht die Plattform natürlich auch ein Stück weit unattraktiv. Aber es gibt halt auch Punkte, warum sie dadurch eher attraktiv wird. Darüber sprechen wir heute noch. Aber wir haben ihn erstmal gefragt, was denn der Grund dafür ist, dass die Zinsen überhaupt so niedrig sind für die Businesskredite. Mhm. I think one of the reasons is that we are licensed. This kind of gives security, and therefore we have to choose our partners more wisely. And then the more safer the partners, the less is the interest rate. And secondly is that we only allow onboard partners that offer business loans. And business loans are naturally more safer if we compare to, let's say, some consumer loans or some projects. But at the moment, we are also looking for new partners that offer higher interest rates, like 10, 11, 12. But we are not looking forward to how 20% or more, because this is too risky for us. Ja, also der Grund dafür ist die Regulierung. Und er meint halt, dadurch wählt man die Kreditgeber halt ein bisschen besser aus. Und dadurch wählt man auch Kreditgeber aus, die sicherer sind. Und dann am Ende dadurch halt auch weniger Zinsen bringen. Ich bin so ein bisschen zusammengeschreckt, als er meinte, Business Loans wären ja safer als normale Kredite. Man denkt dann direkt an Cloudesto, weil die haben ja auch Geschäftskredite. Ja, aber im Fall von Debitum Network, wenn wir auf die Vergangenheit schauen, muss man wirklich sagen, ich bin ja auch Investor der ersten Stunde. Es gab noch niemals Probleme. Die einzigen Probleme waren A40 Finance. Die haben die ja schon direkt weggebügelt, bevor es überhaupt Probleme gab. Das haben sie ganz gut gelöst. Mhm. Und die anderen Probleme, die sie hatten, das ist jetzt mit der Ukraine, aber dafür kann man ihnen ja schwerlich die Schuld geben, weil was sollen sie halt machen? Sie versuchen jetzt halt das Beste draus zu machen. Aber
das ist nicht ein Fehler gewesen von schlechter Due Diligence. Zu dem sicheren Kredite, Business-Kredite, bin ich ja später auch nochmal reingehakt. Das hat ein bisschen gegärt bei mir, bis ich die Nachfrage stellen konnte. Also ich bin da auch hängen geblieben, aber wir haben da später nochmal einen Punkt dazu. Weil zuerst sind wir nämlich rüber tatsächlich in die Ukraine gegangen, weil da läuft es ja überhaupt nicht gut für sie. Also das ganze Portfolio steht ja komplett aus und da war natürlich die Frage, was der aktuelle Status ist und ja, wie viel Geld im Prinzip für uns verloren sein wird oder im Feuer steht zumindest. Und da hat er uns eine längere Antwort auch geliefert. Lass mal hören. I would say all money is questionable right now because it's in Ukraine. We cannot transfer the money out due to the local Ukrainian law. There is some money accumulated in the bank. The company is working on debt collection. They are not able to do their daily business because by law you are not obliged to pay any interest or principal back at this during the state of war. So it's just debt collection, right? And the money there is each month there is money accumulated in the bank. Unfortunately, as you might have heard, the interest rate is not interest, but the currency is fluctuating and devaluating a bit. So this means the less they work very hard, but in euro terms the money is less than it used to be. But we keep on hard eye on them. We always will receive all reports, and we are just waiting when the transfers will be available from Ukraine to back to here to Europe. Ja, also eigentlich ist alles Geld fragwürdig oder steht im großes Fragezeichen da. Ein Teil des Geldes ist auf der Bank und ich bin mir nicht sicher, also ein Teil des Geldes wird wohl eingesammelt, aber Zinsen auf gar keinen Fall bei den Rückzahlungen. Das hat er ja dann nochmal so, da hat er nochmal nachgelegt. Weißt du das, Lars? Also die Rückzahlungen, dürfen die auch nicht getätigt werden oder geht es nur um die Zinsen? Ich glaube, die Zahlungen selbst dürfen auch nicht getätigt werden, aber wenn man die Berichte durchliest, dann machen es halt einige einfach auf freiwilliger Basis trotzdem. Aber ich glaube, die dürfen jetzt die nicht auffordern, irgendwie zu zahlen oder irgendwelche Mahnungen verschicken. Ich meine, das habe ich mal gelesen. Ich hoffe, ich bin da richtig. Ansonsten mag mich jemand in den Kommentaren korrigieren. Aber Zinsen auf jeden Fall nicht, nee. So hatte ich es nämlich auch verstanden, dass im Prinzip ein Teil des Geldes wohl doch fließt, aber kein Geld einfach eingetrieben werden kann, weil sonst macht es ja auch keinen Sinn, dass irgendwelche Reports und da dranbleiben. Wenn gar kein Geld fließen würde, dann brauche ich auch keine Reports, wo immer das Gleiche drin steht. Also die Bereitschaft oder die Motivation ist ein Stück weit da. Also man könnte da was bekommen, aber sie bekommen halt auch das Geld gar nicht aus der Ukraine raus und die Rücküberweisung ist das Problem. Wundert mich ein bisschen, weil bei Peaberry ist das doch gelöst worden, oder? Ja, gut, die zahlen aber das Geld aus den anderen Unternehmensteilen. Die zahlen jetzt auch nicht direkt aus der Ukraine. Das ist, glaube ich, das Ding. Es geht auch nicht genau wie aus Russland nicht. Ah, das ist der Hattrick. Okay. Ja, ja. Gut, dann ist es absolut verständlich. Also und daher, das Geld ist dort gebunden, ein Teil des Geldes. Und ja, du hattest ja dann noch mal ein bisschen detaillierter nachgefragt. Das war dir noch zu dünn. Ja, yep, genau. Also wie viel wird verloren eigentlich? Also das war die Frage, was für Ausfall müssen wir rechnen? At the end of the December, we published a detailed report. We outsourced a bit analysts and checked ourselves. And at the moment, the portfolio value is reasonably valued at around 40%, 30 to 40 in this range. It depends how the war goes, of course, but this is the current status. And we have contacted debt collection companies. We have tried to sell the portfolio, but at the moment, as you understand, there are not so many buyers until the rockets are still flying there. Ja. Also er sagt, dass das Portfolio aktuell noch rund 30-40% wert ist. Das heißt also auf der Kehrseite, dass wir mit rund 60% Verlust in der Ukraine rechnen müssen. Stand heute. Aber da kann sich ja noch was tun. Das Ganze ist eine dynamische Situation. Da haben wir ihn ja auch noch weiter gefragt. Ja, ob das denn dann wirklich ein Verlust wird oder ob da halt noch, ob es noch Möglichkeiten gibt, da irgendwas zu retten. Ja, kurze, knackige Antwort. It depends on the currency, how it will be strong, and it depends what will you find, but most likely there will be some loss, yeah. Ja, also er ist sich relativ sicher, dass es da ein Verlust geben wird, aber das hängt halt alles von den Gegebenheiten ab, die wir da jetzt sehen werden oder hören werden. Ja, und dann wolltest du natürlich noch wissen, was passiert, wenn jetzt eine positive Sache geschieht, ne? Genau, es gehen ja viele davon aus, dass der Krieg eventuell dieses Jahr dann endlich enden wird. Dann ist natürlich auch das Kriegsrecht aufgehoben. Das heißt, dann in dem Fall könnte man auch wieder zahlen. Und dann ist natürlich interessant zu wissen, was passiert. If the war ends, it's actually a good question for the company. Because if they can restart the business and they were giving business loans for
like buses and you know, the companies that service people. It means that for them it will be a huge business if war ends, because you need to repair everything, you know, all the construction, everything. So most likely company would just work and then we would repair everything, right? No, like slowly, but you know, we don't know when the war will end. The longer it drags on, you know, the less chance there is that we'll get the most money back. So we are currently exploring all the options. But as I said, the fair value at the moment is between 30-40%. So we're not going to let anyone sell it cheaper. Right. So. Ja, also der Fall könnte interessant werden. Wenn der Krieg jetzt echt schnell endet, dann kann es durchaus sein, dass sogar das Geschäft wieder anlaufen wird von Chain Finance, weil dann natürlich ein erhöhter Bedarf an Krediten wieder besteht. Die Leute brauchen vielleicht wieder Autos. Darum geht es ja am Ende. Und ich weiß gar nicht, ob die noch andere Kredite haben. Ja, aber dann kann es dann Finanzierungsbedarf geben. Und das könnte dann am Ende zur Folge haben, dass wir dann vielleicht gar keinen Verlust haben, weil die Firma wieder zahlen kann. Und ja, die Schulden dann abtragen kann. Aber man kann halt sagen, als Fazit, dass es halt ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Je länger der Krieg jetzt noch läuft, desto weniger wird das Portfolio wert sein, weil halt auch die ukrainische Währung extrem abwertet. Und das macht eigentlich das Portfolio Stück für Stück kaputt. Das hat man auch in den Reports jetzt der letzten Monate gesehen. Ja, ist doof, aber kann man halt einfach nicht ändern jetzt. Der berühmte schwarze Schwan, ja. Ja. Umso wichtiger ist natürlich, dass wir auch dann ja vielleicht so ein bisschen den Kopf rauskriegen und weiter investieren. Am besten automatisch, aber das funktioniert. Das war ein schöner Übergang, genau. Das war auch die Frage dann hier. Wir warten schon ewig auf den Autoinvest. Eigentlich war er schon auf letztes Jahr versprochen. Ja, und da ist natürlich die spannende Frage, ja, wo bleibt er und wo ist das Problem, wenn er doch nicht so schnell kommt? Ja, yeah, Autoinvest. So, as you know, we got regulated. We launched the product. New this asset-backed securities on the 24th of February when the war started, and it means that there's a lot of other things that was more important. And truth to be told, we are learning how to work with regulator, and the regulator used to before work only with banks, right? So for them is also fintech is a big huge change. So there is discussions how it should be done, and it takes time to agree how to properly offer auto invest, how it should be written on procedures. So this is just a matter of time. And secondly, also, as you mentioned, we have only three loan originators. So we are working also on this. So we concentrate more on having loan originators than auto invest. So there's a lot of things in the pipeline, but we are very certain that this year auto invest resurrect again. Ja, der böse Regulator ist schuld, dass sie kein Autoinvest haben, weil der kennt ja nur die Banken und da gibt's kein Autoinvest. Naja, also ich würde eher sagen, das war nicht ihr wichtigstes Prio-Thema, was oben auf der Liste stehen hatten. Dass die neue Kreditgeber oder weitere Kreditgeber war einfach viel wichtiger für sie. Und für dieses Jahr soll er jetzt wohl ganz oben stehen. Und wenn man genau sich überlegt, macht es natürlich durchaus Sinn. Es ist für sie sinnvoller, attraktive Kredite auf der Plattform anzubieten und dann ein Autoinvest als ein Autoinvest, der halt fast nichts oder nur 7% da einsammeln kann. Ne? Ja. Da brauche ich keinen. Man muss auch sagen, also ich investiere ja, weiß ich nicht, wöchentlich einmal auf Debitum Network. Ich meine, das ist jetzt echt keine große Sache. Klar, es kostet ein bisschen Zeit, aber wir reden jetzt hier, weiß ich nicht, von unter einer Minute. Ich meine, viel kannst du ja eh nicht machen, außer dir die eine ABS raussuchen, die frei ist und dann halt dich einmal durchklicken und dann hast du halt investiert. Ich meine, ja, das willst du groß machen. Ja, also ich meine, für so Plattformsammler wie mich ist natürlich schon nett. Dann kann man es einfach vergessen, dass man die hat und es läuft automatisch weiter. Aber die wenigsten haben ja das Problem oder die Herausforderung in 15 Plattformen einmal in der Woche reinzugucken. Ja, du kannst einfach das P2P-Café um eine Minute jeweils kürzen und dann hast du immer die Minute raus, die du bei Debitum Network fürs Auswählen von den Krediten brauchst. Gut, machen wir fertig. Ja, lass uns erst nur über Steuer reden, Lars, würde ich sagen. Genau, das ist ja auch ein endloses Thema. Und Debitum Network hatte hier eine Sondersituation, weil man da ja seine Steuer auf 0% die Quellensteuer senken konnte. Und jetzt gab es aber eine Änderung. Und ich wollte jetzt wissen, ob es denn immer noch möglich ist, nach der Änderung auf 0% runterzugehen. I cannot comment on other platforms, but until the changes in law, we were withholding zero. So all the investors paid zero that submitted the documents. But after the change, we got notice from the state tax authorities that now this should be 5%. So then there's nothing anymore. Before we were able to allow 0%. There are some countries that still can apply for 0% and they are listed in the blog. I think it's Lithuania. They have this special thing with Latvia, but and I think some country has 2.5%, but all the other countries, but without submitting any documents, they get 5%.
Ja, wer jetzt aufgepasst hat, der hat das Kind im Hintergrund gehört. Mhm. Und ja, aber nach der Gesetzesänderung in Lettland ist das jetzt also nicht mehr möglich, auf 0% runterzugehen. Dafür braucht man aber eben auf der anderen Seite auch gar keine Dokumente mehr. Das heißt, also man hat jetzt pauschal einfach diese 5%. Es gibt allerdings Ausnahmen, je nach Wohnsitzland, aber für uns Deutsche ist das jetzt nicht relevant. Wir zahlen immer die 5% und das ist jetzt auch, nicht mehr zu rütteln. Also jede Plattform in Lettland ist jetzt wirklich einheitlich. Also man braucht diesen Wisch nicht mehr vom Finanzamt, aber dafür zahlst du halt jetzt auch überall 5%. Finde ich auch persönlich okay. Also ja, ist kein No-Go. Genau, ja, finde ich. Passt auch soweit. Genau, dann haben wir nochmal, sind wir nochmal auf das Thema, dass es ja ziemlich ruhig war gerade im ganzen letzten Jahr. Es gab dann gegen Ende des Jahres so ein paar Cashback-Kampagnen und mal ein Gewinnspiel. Aber sonst hat sich ja nichts bei Debitum Network bewegt, so aus der Außensicht. Und das wollten mal wissen von ihm, was da los war. Ob sie schon zumachen wollten vielleicht? There is a lot of things happening behind the scenes. I think we restarted our business in August, when we hired some new people, new team members, and then since September, we have seen positive growth. As you mentioned, there were some cashback campaigns. We increased slightly interest rates, Raffle, and but also there is this Ukraine still happening on the side, how to look after. And at the moment, we are focusing on having new loan originators. And as I said, one is already, it's really a matter of days or maybe a week. And then two are like very, very far in the due diligence process. So you this year gonna be very, very good, and you will hear from us a lot. Wie gedacht, es war tatsächlich so, dass es nichts zu hören war, weil sie im Prinzip einen Neustart gemacht haben, also neue Leute eingestellt haben, die dann auch wieder angefangen haben, quasi Gas zu geben gegen Ende des Jahres mit den Zinsen und mit dem Cashback-Aktion. Was wir einen nicht gefragt haben, was noch spannend gewesen wäre, ob denn das Leute waren, die vielleicht von Estate Guru gekommen sind, ne? Ja. Könnte sein. Könnte schon sein, ne? Das ist ja ganz, ganz spannend hier. Die einen entlassen, die anderen stellen ein. Für den einen gibt es neue Chancen. Also von daher haben sie sich wohl so verstärkt, dass wir dieses Jahr dann, ich glaube, vielleicht mehr von ihnen sehen werden. Ja, aber die haben auch ein extrem kleines Team. Also ich weiß gar nicht, wie viel Luft da ist. Mich hätte eher interessiert, also die haben ja auch eine Cashback-Kampagne. Nee, die haben eine Werbung gemacht mit Crowdestor, beziehungsweise Crowdestor hat Werbung für Debitum Network gemacht. Wie viele Leute sich darüber angemeldet haben. Das war eine coole oder ein bisschen strange Aktion, vielleicht eher so rum. Aber das haben wir leider vergessen, ihn zu fragen. Aber es fiel mir gerade so ein. Die nächste Frage war, also ich persönlich, ich vermisse so ein bisschen, dass die Übersicht im Dashboard, du kannst beispielsweise bei Debitum Network, ist dir wahrscheinlich auch schon aufgefallen, nicht sehen, wo du wirklich investiert bist. Und das ist echt eigentlich ein bisschen blöd. Und das blockiert mich persönlich auch, ein wenig da mehr zu investieren. Weil ich weiß nicht wirklich, okay, wie du mein Geld verteilst, ist echt eigentlich keine große Sache. Aber da habe ich ihn halt gefragt, ob man das noch verbessern könnte, beziehungsweise ob sie vorhaben, das denn zu verbessern. Yes, this is also coming, not going to promise in days, because currently we concentrate on launching this new loan originator, but yeah, we have thought how to make even more transparent where you invest. It means also visual changes, not only for investment page, but also for other pages, loan originators page, and all the other pages where you can clearly see what we are doing, how we are doing, and why we're doing it. So it is, this is also in the pipeline. We are also hiring for more developers at the moment. So if anybody is listening, please join. There is a good opportunity to work with one of the licensed platforms. So, but yeah, as no worries, Lars will make sure that you'll be able to enjoy, have a better user experience with us. Also auch hier gibt's neue Pläne. Das Interface-Update ist auf jeden Fall geplant und damit hat man dann auch hoffentlich mehr Übersicht. Und um das umzusetzen, sucht Debitum Network auch aktuelle Entwickler. Also wer da draußen Bock hat, für eine P2P-Plattform zu arbeiten, der kann sich gerne melden. Wie ist es mit dir, Thomas? Hast du nicht Lust, deinen Job zu wechseln? Oder wenn du eh schon in dem Business bist? Lass mal gut sein. Ich bin ja Betreuer von Entwickler und ich entwickle ja kaum noch selber. Also eher der Psychologe. Ja, aber auch das wird da bestimmt gebraucht. Bestimmt, Entwickler streicheln. Nee, ich fand ich aber total cool, wie er das so genutzt hat, gleich um hier noch die Stellenanzeige rauszuhauen. Ne? Also nicht schlecht. Ja, das stimmt, ja. Genau, aber dann muss man wieder bei ein paar ernster Themen einziehen. Also da geht's natürlich mir immer drum, wie sieht's denn aus mit der aktuellen ökonomischen Situation, Inflation, gerade im Baltikum steigt die ja massiv an. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Und was sind das für Auswirkungen für Ihr Geschäftsmodell oder auch für Ihr Hauptgeschäftsmodell? Was gibt es da für Auswirkungen? Ja, und ob überhaupt Geschäftskredite das Richtige sind jetzt in so einer Zeit, wie wir aktuell haben. Also will man da überhaupt eine Geschäftskredite investieren? Hören wir mal, was er dazu meinte. The business loans are one of the safest loans. Yes, Ukraine is very big force majeure.
Nobody expected this to happen. And even if you invested in a bank, right, if you invested in a Ukrainian fund, you would be losing money right now. But for Debitum, we have been working for almost 5 years and we have zero defaults. Every single cent has been paid. Yes, there have been some delays, which is normal in lending industry. But I don't know if you know, but Debitum offers increased rates when the loan is overdue. On average, I think it's 15% extra for this period the loan is overdue. And our record shows, I think this is the answer to your question. We have, at the moment, we have zero defaults. Okay, the Ukraine is right coming, possibly with some part of loss. But otherwise, if there is, you know, no meteorites fall or no war starts, then we have been very successful to manage it. And this has proven us the correct way to go. And we will stick with it. We're not going to have consumer loans. We are just now going for the businesses that add value to the society. Ja, also solange die Meteoriten vom Himmel fallen oder gar noch weitere Kriege in dem Umfeld ausbrechen, sieht er die Geschäftskredite aktuell als die sichersten Kredite an, die man im Moment haben will oder haben sollte. Die Begründung ist halt aus der, was du ja auch schon am Anfang gemeint hast, Lars, also sie haben halt bisher keine Ausfälle gehabt, die Zahlungen laufen alle sauber ab. Gut, Aforti gab es mal so einen kleinen Schwenk, den sie, glaube ich, aus der eigenen Kasse bezahlt haben. Aber ja, sonst haben wir einfach keine Ausfälle gehabt und gesehen, abseits der Ukraine. Und der Fall von Verspätung, der ist ja eigentlich normal. Was ich nochmal ganz interessant fand, dass sie wohl da hauptsächlich dann auch Verzugskredite drauf haben. Ich weiß nicht, ob es bei allen Verzugszinsen gibt, aber das heißt ja dann auch, dass wenn es verspätet ist, dann ist es für uns sogar noch rentabler. Ne? Ja, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber auf jeden Fall, wenn die zu spät zahlen, dann wird es für den Kreditnehmer richtig, richtig teuer. Und ja, ist vielleicht auch mit ein Grund, warum die ganz gut zurückzahlen bei Debitum Network, weil das lohnt sich auf keinen Fall für die Kreditnehmer nicht zu zahlen. Ja, und dann bin ich aber nochmal hängen geblieben an dem Thema besichert. Ich war immer, oder ich hatte mir irgendwie nie gemerkt, dass Debitum besicherte Geschäftskredite hat. Also ich, klar, der Geschäftsführer haftet, aber halt, dass es da echte Collaterals oder echte Sicherheiten hinten dran gibt. Und da muss ich dann nochmal nachfragen, was es denn da für Sicherheiten gibt, die mir da entgangen sind. Hören wir mal. For each loan there are some collaterals. It depends on the product. Let's say we have loan agent of Triple Dragon from United Kingdom. There is collateral guarantee from App Store, Google Play Store, Nintendo, etc. So it's like receivables that's already in these companies. And they are linked to the bank account that we co-control with the company. So this is guaranteed backed like this. Then we have some loan agent that is lending to SMEs. There is a guarantee either some equipment, the real estate, or physical persons, personal guarantee. And coming up soon, we also have real estate lender, an energy sector. They'll of course be real estate and something like this as a security. Ja, für mich spannend. Also das ist klar, die persönliche Sicherheit hat er ja auch nochmal genannt, aber halt auch solche Dinge wie ja eine Art Pfandrecht über bis hin zum App Store für die Softwarebude Triple Dragon, die dann ihn ermöglicht, da auch Geld einzutreiben hin zu Immobilien, Equipment als Sicherheit hinterlegt. Also das ist schon etwas mehr wie einfach nur eine Bürgschaft für den vom Geschäftsführer zu haben. Das fand ich nochmal was eigentlich relativ Wichtiges, was man so transparent herausstellen sollte. Ja, und tatsächlich, wenn wir ja in die, ich habe ja gerade mal so eine Asset-Backed Security aufgemacht, also man sieht davon nichts. Also man sieht halt das Finanzinstrument und diese ganzen Dokumente, aber man sieht von den Sicherheiten nichts. Ich weiß gar nicht, also die haben wohl eine gute Brille für Kreditgeber und die Loan-Performance, aber so Marketing ist, glaube ich, so nicht so ihrs. Also das wäre eigentlich tatsächlich, wie du schon sagst, irgendwas, was man herausstellen müsste und damit werbt. Aber du siehst, also wenn du es jetzt nicht wüsstest, dann siehst du nicht, dass da eine Sicherheit hinter ist. Haben wir ihm ja auch off-record nochmal gesagt, dass er das unbedingt nach vorne bringen sollten. Also ist ja auch für uns interessant. Ich meine, es ist ja so, dass es vielleicht bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger gibt. Also vielleicht kann man es am Zinssatz jetzt im Moment festmachen, vielleicht aber auch nicht. Aber auf jeden Fall wäre es nochmal was, wo das Ganze deutlich attraktiver macht, wenn wir wüssten, ja, hier ist hinten dran ein Pfandrecht auf die Software oder auf ein Teil oder was auch immer. Oder es stehen 30 alte klapprige Notebooks dann dran oder keine Ahnung, aber allein das Wissen darüber, das macht schon mal eine Bewertung von so einem Asset-Backed Security ganz anders. Hm. Ja, absolut. Ja, mal gucken, ob sie da was machen in ihren ganzen Plänen, die sie haben. Und ja, und die Pläne ging es dann auch noch zuletzt. Und zwar haben wir noch gefragt nach den Meilensteinen für 2023. Mal gucken, was er da gesagt hat.
I cannot reveal all the plans, but I can tell you that our plan is to triple our loan originator count and grow our portfolio four times, like the real one, not cumulative. And then, of course, it's a resurrection of AutoInvest. We are also thinking about secondary market. We have been discussed this regulator and some other new features that no platforms has at the moment. And then we, if we're going to dream, we may be not in 2023, but we'll start. We already have been talking this with Nasdaq to have some cooperation there. So this year is going to be, looks to me to be amazing. How it will turn out, we will see, but be sure we're going to let you know. Ja, also Sie haben große Pläne. Die möchten die Anzahl der Loan Originator, der Kreditgeber, verdreifachen und das Kreditvolumen auch nochmal kurz vervierfachen. Autoinvest soll auch wiederkommen. Ebenso der Sekundärmarkt und die ganzen Änderungen, die wir heute schon gehört haben. Ja, also da haben sie richtig was vor. Ich weiß nicht genau, ob man sich so weit aus dem Fenster lehnen sollte. Mal gucken, was davon wirklich umgesetzt wird 2024, wenn sie es im letzten Jahr nicht mal geschafft haben, den Auto-Invest wieder zu erwecken. Ja, ich meine, sie wollen ja auch an die Börse 2024 oder zumindest mal kooperieren mit der Nasdaq. Ja, aber vielleicht war es ja auch was anderes damit gemeint. Vielleicht wollen sie ja nur die Asset-Backed Securities an die Börse bringen, was auch immer. Also ich finde es ja eigentlich gut, wenn sie Pläne haben und sich dann eine große Roadmap abstecken. Heißt ja immer so schön, man soll sich Moonshots vornehmen, damit man dann doch auf den Hügel vom Haus kommt am Schluss. Das ist ja kein Fehler manchmal. Nee, auf jeden Fall nicht. Also wenn man den letzten Quartalsbericht gesehen hat, dann sieht man auch, dass dieses Tief von Debitum auch schon überstanden ist. Also es geht aktuell wieder ein bisschen nach oben mit den Investorenzahlen. Ja, aber ich glaube, das braucht einfach so ein bisschen Geduld nach der Ukraine-Sache und mit der recht geringen Anzahl an Kreditgebern. Aber ich glaube, wenn die da ein bisschen mehr Traffic auf die Plattform kriegen, auf den Marktplatz, dann kann das durchaus wieder interessant werden. Genau. Sollen wir deine Bonusfrage noch mit reinnehmen? Oh ja, die Bonusfrage auf jeden Fall, die musste ich eben unbedingt stellen. Und zwar ging es da um den Token, weil jeder, der bei Debitum Network investiert ist, der weiß natürlich, dass es den DEP-Token gibt, so eine coole Kryptowährung, mit der sie mal angefangen haben. Und da habe ich immer gefragt, was denn jetzt die Pläne damit sind und was sie damit machen wollen. This is more like loyalty program. So long time ago, I was not working for the company, but it was there was an ICO, so it was like a utility token which can be exchanged. And we have also plans for the loyalty program, how to make it more usable, add some additional things with it. But lots of plans. That's why we're growing, and as I said, we are looking for more and more stuff. We have hired already more, and at the end of the last year, we are at the verge of hiring a couple more at the moment. So if it all goes right, there will be a lot of changes. War ein bisschen ausweichend, ne? Deswegen hast du gleich noch mal satter nachgehakt, weil was man denn jetzt wirklich mit dem Token machen kann, und die Antwort können wir uns auch noch anhören. No, it's not about maybe reactivating. It's like a bonus answer maybe. We've seen that many investors try to withdraw money a couple of times per day and then send it back. I don't know, for some reasons, personal that they have. And then most likely we're going to introduce some payment for withdrawals, but then you'll be able to use these tokens to cover for the withdrawal. So you don't pay it if you like use the platform wisely. But if you like transfer in and out every day, of course, then you'd have to pay some fee and things, other things like this. So auto invest charge and. Ja, also die wollen den Token für ganz viele Sachen einsetzen. Man kann sie auch, glaube ich, schon benutzen, man kann irgendwelchen Investoren folgen ab einer bestimmten Anzahl von Token. Ich glaube, die Option habe ich irgendwo gesehen. Ich weiß gerade nicht, wo sie ist. Und es soll wohl Auszahlungsgebühren geben. Also er ließ durchscheinen, dass es wohl einige Investoren gibt, die kleine Auszahlungen machen. Und wir wissen, das kostet alles Geld und das wollen sie ein bisschen begrenzen. Und mit dem Token ist es dann möglich, halt diese Auszahlungsgebühren dann später zu senken. Ja. Und den Auto-Invest aufladen, also da bin ich ja auch, das fand ich ja auch schräg, aber wir haben es dann auch gut sein lassen an der Stelle, weil das sind ja wieder noch mehr Pläne und ich glaube nicht, dass die höchste Prio haben. Ja, man weiß noch nicht, was sie damit machen. Ich glaube, er wusste es selber noch nicht so wirklich, aber lassen wir sie mal träumen. Ah, Thomas, übrigens, ich habe 34.000 Token, 34.685, um genau zu sein. Mhm. Und zur Feier des Tages würde ich dir gerne 100 DEP-Token schenken für deine Arbeit hier beim P2P-Café, dass du immer so alles toll schneidest. Ich weiß nur nicht, wie ich es dir überweisen kann. Das klären wir mit ihm ab. Frage mal ihn mal, wie meine Wallet-Adresse ist und wie du die da hinschicken kannst.
Sehr schön. Ich denke, da werden wir vielleicht nicht so wahnsinnig viel sehen. Es ist, glaube ich, auch nicht so wichtig, damit sie erfolgreich sind. Für sie ist vermutlich eher Volumenwachstum hinbekommen. Vielleicht das Auto-Invest-Thema, aber eher stabiles Volumen und neue Kreditgeber ist, glaube ich, auch wirklich ihr Thema aktuell. Ja, ich denke auch. Das ist auch die größte Baustelle, an der sie auch fleißig arbeiten. Das Team ist auch ein bisschen gewachsen. Wir haben jetzt eine neue Über-mich-Seite oder eine About-Us-Seite. Und da kann man reinschauen, um das Team so ein bisschen kennenzulernen, wer da so alles mitarbeitet. Haben sie ganz schön gemacht. Und da steht auch ein bisschen was mehr von den Sicherheiten. Also da haben sie schon angefangen, ein bisschen an den Vorschlägen vielleicht zu arbeiten, die wir ihnen gemacht haben. Sehr gut. Ja. Ja, Lars, was machst du mit Debitum weiter? Also was hast du aus dem Interview rausgezogen? Gesagt, hier sofort alles auscashen? Oder was war dein Fazit nach dem Gespräch? Ja, also ich fand, wie ich eben schon erwähnt habe, also die Pläne fand ich ein bisschen too much für, was haben wir, 2023. Mhm. Mal gucken, was sie davon umsetzen. Ich selbst bin ja schon lange investiert und ich habe halt auch ein bisschen was in der Ukraine. Da möchte ich jetzt erst wissen, was zurückkommt. Und ich möchte halt wirklich diese Übersicht haben im Portfolio, dass ich halt sehen kann, wo ich genau investiere, weil ansonsten habe ich echt ein Problem damit, hier mehr Geld zu überweisen, mehr zu investieren. Wollen wir schauen, ob das passiert, aber an sich finde ich die Plattform echt richtig, richtig cool, alleine auch wegen dem Track Record. Ich meine, die haben sich jetzt nie was großartig zu Schulden kommen lassen. Die haben als ja einer der wenigen Marktplätze tatsächlich auch aktiv, und zwar sehr, sehr aktiv, viele Kreditgeber rausgeworfen, weil sie halt einfach gesagt haben, ey, das ist uns hier zu gefährlich, eure Zahlen passen nicht mehr. Und das ist halt auch der Grund dafür, warum sie heute nur 3 haben. Ich glaube, die hatten mal deutlich mehr. Ich glaube, schon mal über 10 hatten sie. Ja. Die sind halt alle einfach aufgrund von Performance-Problemen rausgeflogen. Und wir sehen ja, was passiert, wenn man das nicht macht, nämlich auf Mintos. Ich glaube nicht, dass die schon mal jemanden rausgeworfen haben. Und das endet dann am Ende mit einem Default. Und das hatten wir bei Debitum Network halt nicht. Und das macht schon ein bisschen Mut. Ich finde die Zinsen auch völlig okay. Für abgesicherte Kredite kann man durchaus machen. Ja, dafür verlierst du hoffentlich am Ende auch kein Geld. Außer halt durch Kriege, aber was willst du da machen? Ja, für mich war das auch ja Neuland Debitums. Ich habe ja erst seit letztem Jahr investiert, weil früher, ich habe ganz, ganz, ganz früh mir die Plattform angeschaut und das hat mich extrem abgeschreckt, auch mit diesem komischen, naja, sagen wir es mal, IPO-Design, Token-Design, was sie da ja am Anfang hatten, noch viel abgefahrener. Und das hat mir gar nicht so gefallen. Die Afforti-Nummer fand ich ja auch nicht so prall. Aber mit eben dem Neustart und mit dem, was ich dann mir erlesen oder erarbeitet habe, fand ich schon durchaus interessant. Die Zinsen waren mir doch tatsächlich auch zu dünn, um da jetzt größer aufzustocken. Also das fand ich schon, ja, schwach. Da wusste ich aber auch das mit den Sicherheiten noch nicht. Also dass wir hier ja mit besicherten Geschäftskrediten zu tun haben, eben die Ausfallrate ja tatsächlich wohl null war. Davon bin ich auch nicht ausgegangen, dass es so geschmeidig gelaufen ist. Ja, und das hat zur Folge, dass ich die Plattform ein bisschen weiter aufbaue. Ich habe auch heute glatt den ersten polnischen Kredit mir ins Portfolio gelegt. Natürlich den 11,25%. Ne? Mhm. Ich auch, ja. Ja, und ich hoffe einfach, das ist so eine Plattform, um die ich mir halt dann ja keinen Gedanken machen muss. Ne? Nicht so wie jetzt hier Ländermarkt, soll ich jetzt wirklich die 500 Euro reinhauen, um die 2% Cashback mitzunehmen bei einer Firma, die auf der Rasierklinge operiert. Und da sehe ich halt Debitum Network überhaupt nicht. Die sehe ich dann eher in dem soliden Teil, der hoffentlich entspannt ist. Ja, sehe ich auch so. Also ich bin mal gespannt, was da passiert. Übrigens, um deine Rendite hier noch ein bisschen zu verbessern, besser in Richtung Ländermarkt. Ich habe das gerade gefunden, die Option. Also wenn du oben auf deine Depp-Token draufklickst, dann gibt es hier die Option, folgen Sie einem Investor für 2500 Depp-Token pro Woche. Und dann kannst du halt den besten Investoren folgen auf Debitum Network. Und hier ist zum Beispiel auf Platz 1 der Noisy Elephant. Und der hat 22 Finanzinstrumente und einen Zinssatz von 12,71%. Also das ist jetzt nicht so schlecht, finde ich. Und auch nicht darunter. 12%. Ja, und eine andere Funktion, die ist aber noch nicht verfügbar, das hat er gar nicht drüber gesprochen. Und du kannst wohl dann auch für 12.500 Depp-Token kannst du deine Investition liquidieren, wenn du möchtest. Also da kannst du ein beliebiges Instrument auswählen aus deiner Liste und kannst es dann quasi an Debitum scheinbar zurückgeben. Aber das ist noch scheinbar in der Entwicklung. Ah ja, der Rückkauf, der indirekte. Ja. Ja, warum nicht? Genau, die Tokens gibt es ab 1.000 Euro, da glaube ich gesagt, ne? War doch, glaube ich, das gab ja so eine Schwelle, wo es die gibt. Ich muss leider sagen, ich habe die Token-Gutschrift immer sträflichst ignoriert, weil es mich zu sehr interessiert hat. Also ich weiß es nicht. Das schreiben wir in die Shownotes rein, damit ihr auch einen Grund habt, da mal reinzugucken, würde ich vorschlagen. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, oder? Haben wir noch was zu Debitum? Fällt dir noch was ein, Lars? Nö, es ist vielleicht nur zu erwähnen, der Transparenz halber, dass wir halt beide investiert sind und dass das Ganze natürlich wie immer keine Anlageberatung ist. Absolut, den Disclaimer wollte ich natürlich auch noch anschubsen, aber wenn du ihn schon hast, dann brauchen wir den jetzt auch nicht vertiefen. Nur unsere Ideen, ihr macht euren eigenen Research
Und ihr sagt natürlich uns, was ihr von der Folge heute gehalten habt, ob das so gut war, ob euch was gefehlt hat, was wichtig ist, ob wir den Henrys was hätten noch fragen sollen, was wir vielleicht nachholen können. Dafür gibt's auch die Kommentare auf Lars YouTube-Seite. Genau, und ihr könnt es vielleicht auch sagen, wenn ihr mal jemanden im Interview unbedingt haben wollt oder wenn wir mal jemanden speziell befragen wollen, sollen zu irgendwas, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.